Baltischer Bernstein gehört zu den häufigsten Harzen der Welt. Aufgrund ausgedehnter Kiefernwälder gibt es unzählige Lagerstätten, die wunderschöne Schätze aus längst vergangener Zeit für uns bereithalten. Ameisen findet man besonders häufig in dem von Kiefern stammenden baltischen Bernstein. Sein Harz ist zuckerreich und die Ameisen tummeln sich am Baum rings um diese Futterquelle. Ein Stück, das in Ostdeutschland gefunden wurde, enthält eine Ameise, die schätzungsweise 48 Millionen Jahre alt ist. Stell dir mal die Geburtstagstorte vor. Der Fund ist aber vor allem wegen eines zweiten eingeschlossenen Tieres so interessant, einer Milbe. Sie ist ein berüchtigter Jäger in der Insektenwelt und kann sich sehr schnell bewegen. Diese Kerlchen hängen sich schnell an ihren Wirt und saugen ihn aus. Sie können so einen ganzen Staat auf einmal ausrotten. In diesem Stück Bernstein ist eine Szene des Endkampfs festgehalten. In Südostasien fand man einzigartige Federn von vor 80 Millionen Jahren. Sie wurden während der Kreidezeit, der Hochzeit der Dinosaurier, eingeschlossen. Sie stammen von einem Coelurosaurus. Er sah aus wie ein Dinosaurier, ist aber eher mit den Vögeln verwandt. Auch andere Federn, die zu Flugsauriern und am Boden lebenden Exemplaren gehörten, wurden in Harz konserviert. Die Funde geben uns einen Eindruck davon, wie Dinosaurier tatsächlich ausgesehen haben könnten. Wahrscheinlich waren Dinosaurier nicht nackt. Sie hatten viel eher Federn, die jedoch nicht zum Fliegen benötigt wurden, sondern der Thermoregulation dienten. Doch man fand nicht nur Federn. Auch ein Teil des Schwanzes eines Coelurosaurus ist erhalten geblieben. Allerdings ist das Stück so klein und alt, dass die DNA nicht ausreicht, um das gesamte Genom zu kartieren. Außerdem ist der eingeschlossene Schwanz sehr fragil und kann nicht aus seiner schützenden Bernsteinhülle entfernt werden. Doch auch wenn wir uns diesen Fund nur ansehen können, liefert er fantastische Einblicke in die Evolution der Vögel. Wie kann Bernstein Dinge so effektiv konservieren? Die Bäume erzeugen das Harz, um kleine Lücken in ihrer Rinde vor Fraßschädlingen zu schützen. Wegen der antiseptischen Eigenschaften und des geringen Wassergehalts zersetzt der Einschluss sich extrem langsam. Durch die Versteinerung über einen sehr langen Zeitraum wird es schließlich zu einem Fossil. Einige der ältesten Bernsteine, die je gefunden wurden, stammen aus dem Trias und beweisen, wie lange das Material überdauern kann. Die Stücke aus Italien sind etwa 230 Millionen Jahre alt. In einem solchen Urzeittropfen befindet sich der älteste je dokumentierte Gliederfüßer. Der Fund dieser Milbe verrät uns viel über ihre Evolution. Heutzutage sind sie vor allem bei Gärtnern verhasst, da sie die Blütenblätter von Pflanzen fressen. Doch zu der Zeit, als diese Milbe eingeschlossen wurde, hatten Blumen noch gar keine Blütenblätter. Auf diese leckere Nascherei mussten die Milben noch 100 Millionen Jahre verzichten. Vor 100 Millionen Jahren war Myanmar ein Teil von Gondwana, dem großen Urkontinent. Zu dieser Zeit war Myanmar noch kein Teil Asiens. Aber es gab bereits grüne Wälder, in denen viele Eidechsenarten im Dickicht lebten, um sich vor den Dinosauriern zu verstecken. Viele von ihnen wurden in Bernstein eingeschlossen. Dank dieser Fossilien konnten wir die Vorfahren von Geckos und Chamäleons ausmachen. Wissenschaftler untersuchten sie mit Hilfe von Computertomographie und sammelten Informationen über ihre Schuppen, Zähne, Füße und Krallen. All das zeichnet ein Bild, wie diese archaischen Wesen einst ausgesehen haben müssen. Obwohl man meist nur Fragmente von Eidechsen findet, erstellten Wissenschaftler mit Hilfe modernster Technologie 3D-Darstellungen. Diese Bilder verraten uns, wie sie im Ganzen ausgesehen haben. Man erkennt, dass einige Merkmale bis heute erhalten geblieben sind, wie zum Beispiel die für das Klettern klebrigen Fußsohlen des Chamäleons. Ein ca. 20 Millionen Jahre altes Salamanderfossil in Bernstein gehört zu den vollständigsten seiner Art. Details seiner letzten Atemzüge zeigen, dass er angegriffen wurde, bevor er im Harz stecken geblieben ist. Das Seltsame an diesem Fund aus dem Miozän ist allerdings, dass es in der Karibik entdeckt wurde. Das Harz stammt jedoch von einem Baum, der eher in Ostafrika beheimatet ist. Die Vorfahren der Echse stammen aus derselben Gegend. Derartige Funde ermöglichen uns, ein besseres Verständnis für die Migration dieser kleinen Eidechsen zu entwickeln. Vermutlich sind sie als Passagiere auf Totholz über das Meer geschwommen.
Und zwar nicht nur in die Karibik, sondern auf alle Kontinente der Welt, bis auf die Antarktis. Da will niemand hin. Viel zu kalt. In der Dominikanischen Republik findet man die seltensten Bernsteine der Welt. Der Dominikanische Bernstein stammt aus den neotropischen Wäldern von vor 20 Millionen Jahren. Viele Bäume, die dieses Harz einst produzierten, sind heute ausgestorben. Der Bernstein ist fast vollständig durchsichtig und kommt in verschiedenen Farben vor. Am häufigsten findet man Rot, Gelb und sogar Blau. Sie werden leicht mit Edelsteinen verwechselt. In einem entdeckte man einen Floh. Er stammt aus der Blütezeit des Waldes, als ihn unzählige Säugetierarten bevölkerten. Vermutlich gab es zu dieser Zeit viele Flöhe und dieser nun hatte gerade ein Säugetier ausgesaugt, bevor er kleben geblieben ist. Doch man fand noch etwas Interessanteres in diesem Floh. Als die Wissenschaftler die Säugetier-DNA aus dem Floh untersuchten, entdeckten sie außerdem urzeitliche Mehltaubakterien. Mehltau gibt es schon von Anbeginn der Zeit. Er dezimiert immer wieder Tier- und Pflanzenpopulationen in dramatischem Ausmaß. Der heute ausgestorbene Mehltau im Bernstein zeigt Wissenschaftlern, wie sehr sich die Bakterien seither verändert haben und wie sie sich ausbreiten. Die meisten Insektenreste in Bernstein stellen lediglich das Exoskelett der Tiere dar. Doch in Myanmar fand man so gut erhaltene Insekten, bei denen sogar die ursprüngliche Farbe erkennbar ist. In der Natur tritt Farbe auf drei verschiedenen Wegen auf. Der erste ist Biolumineszenz durch eine chemische Reaktion in einem lebenden Organismus. Die zweite Möglichkeit sind Pigmente, die Tiere oder Pflanzengewebe einfärben. Die dritte Variante wird als strukturelle Färbung bezeichnet. Farbe entsteht durch mikroskopische Oberflächen, die mit dem Licht reagieren. Diese seltenen Insekten im Bernstein nun gehören zu letzterem Typ. Ihre Färbung zeigt stets eine bestimmte Wellenlänge. Die Intensität der Farbe ist eine wahre Seltenheit. Selbst 99 Millionen Jahre später sind die leuchtenden Farben Blau, Lila und Grün noch einwandfrei zu sehen. Manche von ihnen erscheinen in Form und Farbe so anders, dass man meinen könnte, sie stammten aus einer anderen Welt. Was ja irgendwie zutrifft, aus einer sehr alten nämlich. Fossilienfunden zufolge gibt es Ameisen bereits seit etwa 168 Millionen Jahren. Sie sind für ihre sozialen Hierarchien und das Bilden von Staaten bekannt. Sie dominieren fast jeden Winkel des Insektenreichs. Wann sich ihre sozialen Fähigkeiten entwickelten, ist jedoch schwer festzustellen. Erst der jüngste Fund eines 100 Millionen Jahre alten Bernsteins bringt Licht in ihre Evolution. Mehrere Bernsteinstücke enthielten verschiedene Typen wie Arbeiterameisen, Wächter, Soldaten und sogar eine Königin. Bevor diese Stücke auftauchten, glaubte man, ihre soziale Lebensweise hätte sich erst Millionen Jahre später entwickelt. Ein Stück Bernstein von vor 100 Millionen Jahren verrät uns etwas über die Evolution der Vögel. Ein perfekt erhaltenes, frisch geschlüpftes Vogelküken war bereits vollständig mit Flugfedern ausgestattet. Dank ihrer frühen physischen Fähigkeiten waren sie schon in sehr jungem Alter in der Lage, sich selbstständig um das Nest zu bewegen. Vermutlich konnten sie beinahe sofort selbst auf Futtersuche gehen. Doch im Laufe ihrer Entwicklung verbrachten die Vögel immer mehr Zeit in der Luft und das Gehirn entwickelte sich für entsprechende kognitive Fähigkeiten weiter. Nach dem Schlupf konzentrierte sich die Frühentwicklung dann mehr auf das Gehirn. Dadurch waren die Küken mit der Zeit stärker von ihren Eltern abhängig. In Spanien fand man einen riesigen Schatz an Bernstein und anderen Fossilien. Er enthielt Überreste eines gesamten 110 Millionen Jahre alten Ökosystems. Man fand mehrere individuelle Fossilien. Die große Sammlung umfasst viele Arten von Insekten, Weichtieren, Spinnentieren, Pflanzen sowie 50 verschiedene Dinosaurierknochenfragmente, Federn und Haare von Säugetieren. Und einen halben Cheeseburger. Scherz. Dieser umfassende Fund half Wissenschaftlern, die urzeitlichen terrestrischen Ökosysteme besser zu verstehen. Anhand der vielen spezifischen Details konnte die Umwelt rekonstruiert werden und wir können uns heute besser vorstellen, wie die Welt der Dinosaurier einst ausgesehen haben mag.